So, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Diesmal bin ich nicht alleine, da habe ich wieder Taro dabei. Genau, ich bin dabei. Gut, zuletzt war ich kurz vor dem Jose-Tempel stehen geblieben. Ja, und weiter geht's. Der letzte Part wurde, glaube ich, vor 2 Tagen freigegeben. Ich hoffe mal, dass ich den ersten Part noch heute freigeben kann, also Sonntag. Ja, kriegen wir hin, bestimmt. Boah, das liegt denn ja nur an mir, ne? Warte mal, jetzt und so. Ist das dieses Stadion oder? Nee. Warum nur du? Lass mich auch an der Front kämpfen. Befehl von oben. Ich bin schon längst keine Gutschabe mehr. Wer ist beweisen, wenn ich an der Front bin? Das Hauptquartier zu beschützen ist auch eine wichtige Aufgabe. Ich bin extra aus Versehen hier, um gegen Sinn zu kämpfen. Weiß, trotzdem ist ein Befehl. Geh auf deinen Posten. Lutz. Ach so, das ist das Hauptquartier. Gut. Nee, der Jose-Tempel hat das nächste, wo ich die nächste Bestie bekomme. Okay, gut. Okay, hier werde ich nicht vorlesen. Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Walker und sein Hass gegen Maschinen, was gegen die Leitsätze verstößt. Walker. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. That's enough, Walker! When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Lots, lots more. Suluzu, please, please don't go. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path, as you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Ich das richtig jetzt einmal.
Jo, weiter geht's. Gut. Gut, also, das ist mir irgendwie damals entgangen, dass, was da geredet wurde, oder ich bin einfach nur dran vorbeigelaufen. Ich hab das nie gesehen. Was ich für wahrscheinlich halte. Wer weiß. Passt auf geht's. Auf. Das bringt auch nicht viel. Machen wir mal. Luna in den Kampf. Höre ich mal Ifrit. Weil der gegen Feuer immun ist und dadurch noch geheilt wird. Geheilt wird. Achso, ich glaube, es war für Steve, dass ich gelernt habe, dass wenn er Schaden macht, sich die Ekstase-Leiste aufhält und nicht, wenn er Schaden kassiert. Ekstase-Leiste ist halt das, was unter Namen Energie und so ist, wo sich auffällt. Wenn ich denn. Jetzt wird er geheilt. Jung, 200. Jetzt. Und nochmal. 216. Wow. Also, wie er sich hier aufhält durch Angreifen, hat sich dann auch Tidus auf. Also, Steve auch bei. Geladen. Ne, durch Angriffe. Ah. Eine Vermutung jetzt zu der Szene gerade eben, dass die vielleicht im Original nicht vorhanden ist. Die ist im Original vorhanden. Okay. Nur ich habe nicht immer jeden angesprochen und bin einfach zum Ziel gelaufen. Von daher könnte ich es halt übersehen haben. Hm. Naja. Okay, also, nochmal Angriff. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. So, guck ich mal fest hier. Kann Ifrit irgendwie was beibringen? Hm. Herobrett, Juna. Wir fahren mal ein paar Schritte weiter. Benutzen wir das Heroid und erhöhen die Magie um 3, genau. Das ist doch eine Idee. So, kann ich Magie erhöhen? Maximal. MP um 20. Junge Dio. Irgendwie unbeabsichtigt, anscheinend ein bisschen viel gelevelt. Auch wieso, das ist doch okay. Kann's auf jeden Fall nicht zu schwach sein. Boah, zu stark will ich noch auch nicht sein, das wäre ja langweilig. Nachher endet das wie bei Breath of Fire 3. Klatschgegner weg, Klatschgegner weg, Klatschgegner weg, so langweilig. Naja, du hast bei Breath of Fire 3 ja auch noch einen starken Gegner vor dir. Ja. Was nach oben? Ah, verstehe. Ein Fahrstuhl. Ja. Der etwas anderen Art. Ist doch auch eine Maschine, oder nicht? Ja, ein Fahrstuhl ist eine Maschine, würde ich sagen. Ja, ein Tempel, denn Maschine als benutzt, um hochzufahren. Ja. Ich glaube, ich brauche nicht weiter erläutern, was ich denke, oder? Naja. Eine Menge Zwischensequenzen, muss ich mal sagen, ne? Definitiv. Name wäre auch gut, vielleicht Wocker der Maschinenhasser oder sowas. Oder Maschinenhasser. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Bisade. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Ja, wie ich schon dachte, wir alle gegen Leitete verstoßen. Ja.
Ich werde es denn eigenhändig den Gnadenstoß verpassen? Nee. Okay, keine Ahnung. Den Gnadenstoß. Also H ist auf jeden Fall ein N. Dann ist C vielleicht ein S. Jenseits, oder? Ist das J richtig, oder? Weiß ich nicht. Ah, okay. Also wenn es rot ist, ist es halt übersetzt, weißt du? Wenn es blau ist, ja, ist es noch Albert. Wenn Shin aus dem Meer auftaucht, werden wir ihn mit Kanonenfeuer festnageln. Du Moment, dem Shin stehen bleibt, pusten wir ihn mit den Albert-Maschine weg. War, glaube ich, jenseits gewesen. Ja, möglich. Beim Probeschießen ist die Kanone verrutscht. Ich habe wohl zu viel Schießpulver genommen. Ah, hier geht's weiter, okay. Hilfreiche Karte. Und eine Ladefrequenz. Ja, mal wieder. Okay, jetzt leckt es so komisch. Bild, sorry. Won't work anyway. Don't say that. Hmm. It might be a hopeless campaign, and it might mean defying Yevon, but the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever, and that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right, all right. But I still think Mac and I are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Okay. Fungus Pass. Hier nochmal was nachgucken. Und was willst du nachgucken? Oh, bedeckte Container habe ich schon, okay. Ist ja komisch. Okay, dann muss das, wo das angezeigt wird, einen kleinen Fehler enthalten. Also, wo ich die finde, weiß ich, das ist auf der Homepage, auf einer Seite. Überquert das Tal und lauf zur Klippe, nachdem ihr aufgefordert seid, zu Simon zu gehen. Bei den Klippen geht ihr bis zur zweiten Abzweigung nach links. Am Ende dieses Weges findet ihr Band 11 des Abend-Lexikons. Weil 10 habe ich ja schon. Also muss das dann 11 sein. Das hier ist ja der Funguspass. Na, Hauptquartier, okay. Aber ich dachte, ich wäre schon näher an dem Jose-Tempel. Hm. Naja, hast du noch ein bisschen Zeit, dahin zu kommen? Nur, ich dachte halt, ne, dass ich schon näher bin. Überall so viele Kanonen? Dieser Händler dort, er setzt absichtlich die Preise.